Ein schnurriges Willkommen hier bei Kitty. Nein, Panti spielt. Ich habe sie ja anders genannt. Panti spielt Spezial. Der Grund übrigens, warum ich das jetzt auf Deutsch nenne, ist ziemlich simpel. So weiß man sofort am Titel der Folge, ob das eine deutsche oder eine englische Folge ist. Außerdem erkennt man Automatismus, der die Sachen postet, dann ob er den deutschen Text oder den englischen Text machen kann am Anfang des Folgentitels. Und nachdem wir jetzt einige Disziplinen durchhaben, gucken wir uns heute am dritten Advent, ich darf mir jetzt den dritten von fünf Lebkuchen nehmen, schauen wir uns das Bobfahren an. Und dann würde ich sagen, wir lassen die Deutschen einfach mal ihren ersten Lauf fahren. Sie fahren los und auf die erste Kurve zu und schaffen die erste Kurve. Und tatsächlich ist hier das Besondere, die Kurve zu schaffen bedeutet, den Joystick entgegen der Kurve oder mit der Kurve zu lenken, um sich in die Kurve zu legen. Sprich, man muss hier gegenlenken. Hier habe ich aus Versehen, ich habe es eben vor lauter Reden tatsächlich verpeilt, in die Kurve reingelenkt. Also bin ich weiter hochgefahren und umgefallen. So, und dann muss man auch der Schnellste sein. Und dazu muss man möglichst spät gegenlenken. Es ist also wieder so ein, wie beim Skispringen, beim Abspringen, so ein Abwägungsspiel. Ich will möglichst spät gegenlenken. Wenn ich das aber mache, laufe ich Gefahr, umzukippen. Weil ich zu spät gegengelenkt habe. Lebkuchen! Lebkuchen. Hier zum Beispiel war ich jetzt sehr spät und hatte schon Angst, das nicht mehr zu schaffen. Aber es hat ja noch gereicht. Ich habe gerade was rausgefunden. Ich kann mit nach oben meinen Bob schneller machen. Okay. Okay. Oder werde ich von alleine schneller? Ich drücke jetzt mal nicht nach oben. Ich werde auch von alleine schneller. Dann war das wohl Einbildung, dass ich mich schneller gemacht habe. Wahrscheinlich, weil es zufällig im gleichen Moment passiert ist. Aber irgendwie muss man doch die Geschwindigkeit beeinflussen können. Verstehe ich tatsächlich nicht, wie ich die Zeit genau beeinflusse, wie ich fahre. Die Zeit ist für mich so ein bisschen Glücksspiel. Ich habe gekriegt, dass es scheinbar daran hängt, wie spät ich in die Kurve lenke. Aber so genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Naja, egal. Zweiter Versuch für Japan. Ich glaube, drei Versuche hat jeder.
und um die Spannung zu erhöhen. Normalerweise hätte ja jetzt der Spieler den Joystick weitergegeben, um die Spannung zu erhöhen. Damit läuft es halt nacheinander, sodass man halt erstmal sieht, wie gut die anderen waren, bevor man wieder selber dran ist. So, Elgato muss ich jetzt mal zumindest ins Ziel kommen lassen, ehrlich gesagt. Ich kann das Spanien nicht antun, dass sie hier disqualifiziert werden. Auch wenn Bobfahren vielleicht nicht unbedingt die spanische Disziplin schlechthin ist. Sie sollten zumindest mit einer Zeit abschließen. Und der dritte Versuch. Ich versuche gerade ein Stückchen zu früh schon zu lenken. Ich will wissen, wie ich die Zeit beeinflussen kann. Ja, jetzt brauche ich signifikant. Nee, 1,299 ist die gleiche Zeit wie. Hä? Ich verstehe es nicht. Das war natürlich damals auch immer so. Man hat zumindest versucht, ins Ziel zu kommen und hat dann quasi gehofft, eine gute Zeit zu haben. Und daran hat sich bei mir nichts geändert. Wahrscheinlich, wenn man im Handbuch nachliest, findet man einen Satz, der einem direkt sagt, wie man das Spiel spielt und ja, wie man gut ist. So. Irgendwann geht einem dieser Strick jetzt Fleisch und Blut über. Es gibt ja eh nur die eine. Das ist auch relativ normal für solche Spiele. Ich werde zu einer Zeit, zu einer angemessenen, auch nochmal andere Spiele zeigen. Ich habe schon einige geplant. Aber das als Einführung ist das Weihnachtsspezial mit winterlichen und Weihnachtsspielen. $21,99, irgendwie mache ich immer das Gleiche. Und das war wieder Minix. Das sollte es gewesen sein. Ja. Genau, Kitty, also Großbritannien hat hier gewonnen. Ja, und das war auch schon das Finale. Auf dem letzten Platz ist Elgato der Spanier, dann kommt Mighty der Deutsche, Kitty der Brite und Nico-chan der Japaner. Und gewonnen hat Santa Claus der Amerikaner. Das war tatsächlich jetzt schon Winter Games. Das war das ganze Spiel. So groß waren die Spiele damals nicht. Und ja, was ich meinte ist, dass ich anfangen möchte, ein paar C64-Spiele zu spielen, die meisten wahrscheinlich eher emuliert, weil es einfach ist aufzunehmen. Oder wahrscheinlich sogar fast alle emuliert, weil es einfach ist aufzunehmen. Und ich habe auch schon ein paar Spiele mir zurechtgelegt, zum Beispiel eins, was ich auch für viel gespielt habe, ist Pitstop 2. Oder wie ich es mir gemerkt habe, das Rennspiel mit den platzenden Autoreifen, wo man den Reifen austauschen und den Tank füllen musste. Und diverse andere Spiele. So, und dann würde ich sagen, heute machen wir schon Schluss. Ich hoffe, ihr habt einen schönen dritten Advent. Ich musste eben drauf gucken, wie viele
von meinen Lebkuchen fehlen. Ich nehme das nämlich alles am gleichen Tag auf. Einen schönen dritten Advent. Und wir sehen uns nächste Woche zum vierten. Und da habe ich ein anderes Spiel für euch bereit. Ciao, miau.